Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms, ich bin's wieder, euer Charlie. Wieder auf Pfifferlinge, mit dabei ist der Marco hier, der kommt aus Bottrop. Ja, und wir wollen mal gucken, ob wir ein paar Pilze finden. Scharf sind wir auf Pfifferlinge, soll es sehr viel geben. Und wie er meine letzten Filme gesehen hat, haben wir auch gut gefunden. Ja, dann wünschen wir uns mal Trüff Trüff, wir sagen jetzt auch mal Trüff Trüff. Ja, dann nehme ich euch mit, dann kommt, komm. Ja Leute, dieser Weg hier, da müssen wir gleich ganz schön steil einen Berg hochkraxeln, aber schauen wir mal. Ja, da schauen wir mal, wir sehen schon so Täublinge am Wegesrand stehen, aber die sind alle Schnecken zerfressen. Ja, hier finde ich sogar echte Herbstpilze. Und zwar das Gallertkäppchen. Das ist ein Doppelgänger vom, sag mal schnell, von der Kraterelle, vom Trompetenpfifferling. Da steht hier der ganze Boden voll. So, wie gemalt steht hier ein safrangelber Scheidenstreifling. Ich nehme den raus, den nehme ich mit. Ja, auch Marco hat jetzt einen Scheidenstreifling gefunden. Ja, hier haben wir unseren ersten Pfifferling. Riesenpfifferling. Guck mal. Guck mal hier, Marco. Ja, hier finde ich wieder schöne Pfifferlinge, kleinere, aber gut gebaute. Oh, guck mal, Marco. Hier, guck dir das mal an. Alles voll Pfifferlinge hier. Komm mal her. Hier, da, über. Oh, was? Guck dir das mal an. Schöner Perlpilz. Ja. Komm, lass uns hier mal ernten. Schön. Ein Jackpot. Ja. Warte, warte, warte. Ja, es geht wieder gut los. Hier sind wieder ein paar. Ja, während Marco auf irgendwelchen Kahlschlägen rumturnt, wollen wir hier mal Pfifferlinge ernten. Ja, das sind auch noch schöne. Ja, da ganz hinten, da läuft der Marco rum. Naja, so, hier habe ich einen grün gefelderten Täubling. Das war ein wunderschönes Exemplar. Das wandert natürlich auch ins Körbchen. Ja, guck mal hier, die sind etwas heller. Ich würde mal sagen, es dürfte der fahle Pfifferling sein. Ja, aber das sind alles Cibarius, nur halt eben Unterarten. So, jetzt sind wir hier in so einem ganz dichten Wald mit allen möglichen kleinen Bäumen, Buchen, Eichen, Birken, alles steht hier durcheinander. Und hier wachsen auch Pfifferlinge drin. Ja. Also hier steht der ganze Boden voll. Du hast, habe ich auch selten gesehen. Marco, wenn du geradeaus gehst, da kommst du schon an diesen Cluster. Ja, der ganze Wald steht hier voller Pfifferlinge. Alles voll. Der ganze Wald. Soweit das Auge reicht. Hier brauchen wir nicht mehr weg. Marco, was hältst du davon? Geil, ne? Ja, also das ist hier der Burner. Das ist der echte Burner hier. Wahnsinn. Ja. Also hier steht der ganze Waldboden. Steht hier voll mit Pfifferlingen. Aber wirklich. Gelb. Ja, also das ist selten, dass man sowas findet. Ein ganzer Wald mal voll steht, ne? Ja, bei den Haufen da, guck mal. Ja, und hier geht's gleich weiter. Ja, das ist geil.
Hier ist doch alles voll. Er verpisst alle schon an seinen Leuten hier. Nee. Ja, also das sind hier alles so, ist alles so ein kleiner Wald und es steht hier alles voll. Steht hier alles voll. Hier ist schon wieder. Steht hier alles voll. Das ist Wahnsinn. Guck mal. Ja, guck dir an. Der Korb ist voll. Ja. Ja, wir hören auch bald auf. Es hat keinen Sinn mehr. Ich will auch nicht so viel hier wegnehmen. Aber solche Stellen sind selten. Die findet man selten. Na, dann will ich da mal reinfilmen. Also, das reicht auch jetzt. Ja, liebe Lück, wir haben fertig. Es war einer der besten Pfifferlingstouren bis jetzt. Haben also richtig gut gefunden. Auch den Marco da, der hat auch, dem zaubert auch ein Lächeln im Gesicht. Ja, dann kann ich nur eins sagen. Ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen. Ja, wir hatten auf jeden Fall sehr gutes Trüff-Trüff. Ja, wir haben auch ein paar grün gefelderte Täublinge mitgenommen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.